Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Barbara Weber. Ich bin eine von drei ÖGB-Kulturlotsinnen aus Wien. Normalerweise würde ich da jetzt mit einem Betriebsrat und einer Betriebsrätin und mindestens 10 Leuten stehen. Wir würden zuerst eine Führung hinter die Kulissen machen und dann würden wir uns gemeinsam das Stück anschauen. Aber irgendwie geht das im Moment nicht. Das Volkstheater ist gerade eine riesige Baustelle und deswegen haben wir uns eine Videoreihe vorgenommen, bei der wir diesen Umbau vom Volkstheater bis zur Wiedereröffnung im Jänner 2021 begleiten werden. Heute treffen wir den kaufmännischen Direktor des Volkstheaters, Kai-Stefan Urbanek, und wir sprechen mit dem Restaurator Markus Gradner. Unfassbares Gewuse. Wir fragen uns die ganze Zeit, wer da irgendwie einen Überblick über die Baustelle hat. Das sind so die großen Blöcke, die das jetzt notwendig gemacht hat, dass man so massiv umbaut. Ja, also zuletzt wurde das Theater im Jahr 1980 umgebaut und es ist einfach nur Zeit gewesen, nach 40 Jahren das Haus wieder umzubauen. Wirklich überall tut sich was, aber der Kern ist, die Bühne wird technisch völlig neu aufgestellt und eben mit einer Seitenbühne ausgestattet, die dann von außen direkt zugänglich ist, so wie wir sie ja sehen. Gab es so den Moment, wo Sie durchs Volkstheater durchgegangen sind und sich gedacht haben, okay, jetzt kann ich keinen Rückzieher mehr machen, jetzt ist es zu spät. Ja, der war schnell da, der Moment. Ist eher so, können wir überhaupt das Haus wieder zusammenbauen, so wie es jetzt auseinandergenommen wurde. Und der Vorgang dauert halt auch noch ein bisschen an. Ja, gut so. Das Architektenteam hat sich sehr intensiv mit den Originalplänen von Helm und Fenner auseinandergesetzt und man hat auch entschieden, manchen Fehler aus der Vergangenheit auszubessern. Ein schönes Beispiel ist die Glühbirne, die 1889 eingebaut wurde. Zum ersten Mal wurde damals gefeiert. Später wurde sie mehr versteckt hinter historischen Kerzenoptik. Und jetzt versuchen wir wieder zurückzukehren zu den ursprünglichen Designs, die damals eingesetzt wurden. Ich glaube, restaurieren, wenn man weiterkommen will, muss es eine Leidenschaft sein. Man muss eine Liebe zu alten Objekten haben, einfach dahin gehen und das als Broterwerb zu machen, dafür das lassen. Wofür sind Sie jetzt da im Volkstheater genau zuständig? Also wir sind zuständig für die Stuckoberflächen, für die Reinigung, die Restaurierung, das heißt Kitten ergänzen und farbliches Anpassen schlussendlich wieder, also vergolden. Also es wird vorsichtig abgesaugt, dann mit Feucht gereinigt und dann wird gesehen, wo gibt es Bedarf, das Gold zu ergänzen, wo gibt es Bedarf, Kittungen wieder aufzubauen an Stellen, wo was abgebrochen ist. Das heißt, das, was da Gold ist, das ist tatsächlich Gold? Nein, hier handelt es sich um Schlagmetall. Es ist eine Schlagmetallvergoldung. Es schaut aus wie Gold, aber es ist kein echtes Gold. Wie wird man Restaurator? Es gibt sehr viele verschiedene Wege zum Restaurator. Man kann es mittlerweile studieren, also das ist aber immer spezialisiert, auch zum Beispiel Steinrestaurierung. Man kann es auch lernen, eben bei der Firma Wedenick, die bilden Lehrlinge aus für Bildhauerei und Restaurierung. Also wenn es jetzt um Figuren geht, ist das bildhauerische Können sowieso Voraussetzung, weil sonst wird man so eine Ergänzung bei einem Fuß nicht hinkriegen. Wenn man restaurieren will, muss man sich sehr viel einfach aneignen, Wissen über alte Techniken und hier braucht man das eben. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir stören jetzt nicht länger, aber ich wünsche nur angenehmes Arbeiten und freue mich schon drauf, das mal alles anzuschauen, wenn es fertig ist. Danke. Beim nächsten Mal treffen wir den neuen Direktor des Volkstheaters, Kai Voges. Und der hat uns sicher auch ganz viel Spannendes über das Volkstheater und über das neue Volkstheater zu sagen. Bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr auf unserer Homepage vorbeischaut. Das ist www.kulturlotsinnen.at. Das neue Programm des Volkstheaters findet ihr ab September auf der Homepage vom Volkstheater, www.volkstheater.at. Und bis dahin wünsche ich euch noch ein paar schöne Sommertage und bis zum nächsten Mal.